Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zum heutigen Video. Fersensporn ist eine unangenehme Geschichte. Das kann eigentlich jeden treffen, sowohl einen Radfahrer als auch einen Läufer und jeden anderen auch. Wie das entsteht und was du ganz einfach dagegen unternehmen kannst, zeigen wir heute dir in diesem Video. Wir haben am Fuß ein Längs- und ein Quergewölbe. Der Fersensporn entsteht oftmals hier in dem Bereich, also macht einen typischen Fersenschmerz. Oftmals wird im Röntgenbild ein Sporn dargestellt, knöcherner Ansatz hier. Das muss aber im Endeffekt nichts bedeuten, da knöcherne Veränderungen nicht unbedingt mit Schmerzen einhergehen. Die Plantarfasziitis, Fersensporn, tun deswegen weh, weil die Plantarfaszie, die genau hier verläuft, sich an der Stelle entzündet. Das kann entweder durch Überlastung sein, durch Überlastung des Fußes, durch eine vermehrte Pronation des Fußes, also nach Außenkippen des Fußes, oder durch eine zu starke Vorspannung der Achillessehne und der Wadenmuskulatur. Denn die Plantarfaszie ist nichts weiter als die Fortsetzung der Achillessehne bis zur Großzehe. Das heißt, es ist wichtig, dass man die Spannung in der Wade reduziert, die Spannung in der Plantarfaszie senkt und damit die Beschwerden an der Ferse behandeln kann. Nun, wenn man weiß, wie der Fersensporn entsteht, ist es relativ einfach, auch was dagegen zu unternehmen. Wir können die Faszienrolle nehmen, wir können einige Übungen dazu machen. Und ganz wichtig, gibt es noch einige Dinge bei der Einstellung des Fahrrades zu beachten, um die Entstehung der Plantarfaszie vorzubeugen. So, was können wir mit der Faszienrolle machen? Ich habe mich schon mal in Position gebracht und wie ihr seht, habe ich die Faszienrolle hier unten gelagert und ihr könnt es auch wieder so machen, dass ihr in so einem Stütz ganz langsam die Wadenmuskulatur ausrollt, von unten nach oben. Ich mache es wieder ein bisschen schneller, um das zeitsparend zu machen. Rollt bis hier hoch, ihr könnt auch ein bisschen nachgehen und setzt wieder neu an, ohne Druck und wiederholt das Ganze. Das ist die eine Möglichkeit. Wenn ihr das Ganze wieder steigern möchtet, vom Druck her, könnt ihr es auch so machen, dass ihr beide Beine ablegt und habt natürlich dann mehr Druck. Das ist die Möglichkeit mit der Faszienrolle. Achtet wie gesagt dabei darauf, dass ihr wirklich auch bis hier hoch rollt, weil der Muskel, der Gastrocnemius, so heißt der eine Anteil, der geht bis hier hoch, also über das Kniegelenk drüber. So, das war jetzt der Abschnitt, was die Wade angeht. Damit sollte man auch immer beginnen und wenn man mit der Wade, mit der Faszienrolle fertig ist, sollte man zum Fuß übergehen. Dazu gibt es zum Glück solche kleinen Faszienrollen, die man anwenden kann. Dabei sollte man immer darauf achten, dass man vorne an den Zehenspitzen beginnt und sich dann zur Ferse weiter hocharbeitet. An der Stelle, wo es weh tut, stehen bleiben. Auch wenn es unangenehm ist, 2-3 Anwendungen und du wirst merken, wie der Schmerz von alleine weggeht. Und wie das genau funktioniert, zeige ich dir jetzt. Wenn ihr ausrollt, dann beginnt ihr, wie gesagt, wieder von vorne und rollt ganz langsam die Plantarfaszie aus. Gar nicht schwer. Über die ganze Ferse drüber, ruhig bis hier hinten hin, setzt wieder neu an und wiederholt das Ganze. Also die erste Übung, die wir euch zeigen wollen, ist eine Übung zur Dehnung der Wadenmuskulatur. Also wir haben einen Wadenmuskel, der aus zwei Anteilen besteht. Wir haben den sogenannten Musculus gastrocnemius, der hat zwei Köpfe, der geht über das Kniegelenk drüber. Und den Musculus soleus, der geht nicht übers Kniegelenk drüber. Beide vereinen sich unten zur Achillessehne und dann später zur Plantarfaszie. Deshalb ist es wichtig, beide Anteile vielleicht auch nochmal separat zu behandeln oder anzugehen. Okay, wie können wir das machen? Den Musculus gastrocnemius könnt ihr am besten bedehnen, wenn ihr euch auf eine Treppenstufe stellt oder auf ein paar Bücher und die Kniegelenke gestreckt lasst. Lasst dabei die Fersen zusammen, damit kein Versatz entsteht.
und lasst die Fersen ganz locker runterhängen. Es ist dann wichtig, dass ihr möglichst lange in dieser Position verbleibt. Das heißt, es macht keinen Sinn, irgendwie zu federn oder anzustretchen, weil das nur die Viskoelastizität des Muskels verändert, aber weniger eine Dehnung ist, sondern eine Dehnung geht über mehrere Minuten. Auch hier solltet ihr wieder bedenken, dass ihr das nach Möglichkeit vielleicht nicht direkt nach dem Training macht, weil es ein zusätzlicher Reiz auf eure Muskulatur ist, sodass es sich anbietet, vielleicht an einem separaten Tag einen Dehntag einzurichten. Die Dehnung sollte dann Minimum 5 Minuten gehalten werden, wenn möglich gern auch länger. Es sollte dabei kein allzu großer Stress darauf entstehen, das heißt, wie gesagt, ein Nachwippen ist nicht vonnöten, sondern ganz geschmeidig dann in die Dehnung reinsinken und dann funktioniert das ganz gut. Die zweite Übung ist im Endeffekt adäquat zu der ersten. Dafür könnt ihr euch mit beiden Füßen fest auf den Fußboden stellen, den zu behandelnden Fuß nach hinten, den anderen nach vorne, dabei beide Knie etwas beugen und euch nach vorne lehnen, sodass ihr richtigen Zug hinten der Wade bemerkt. Dabei ist wichtig darauf zu achten, dass a. beide Füße parallel nach vorne ausgerichtet sind und b. die Ferse immer unter dem Fußboden bleibt. Wenn ihr die Ferse abhebt, ist witzlos, habt ihr keinen Zug mehr auf der Wade. Das heißt, wenn ihr jetzt die beiden Faszienrollenübungen und die beiden Dehnungsübungen konsequent anwendet, bin ich mir relativ sicher, dass ihr in kurzer Zeit die Beschwerden deutlich reduzieren könnt. Man sollte natürlich auch nicht außer Acht lassen, dass auch die Einstellung des Rades Einfluss nehmen kann. So ist es durchaus vorstellbar, wenn ihr jetzt ein neues Rad kauft, das vielleicht eine andere Geometrie hat, dass auch ein zu hoch eingestellter Sattel euch die Probleme machen kann, weil der Körper natürlich bei einem zu hoch eingestellten Sattel kompensieren muss. Das bedeutet, entweder weicht ihr oben im Hüftbereich aus oder ihr streckt den Fuß und habt dadurch mehr Stress auf der Wade. Wie ihr gesehen habt, gibt es viele Faktoren, die zum Fersensprung beitragen können. Es ist aber auch nicht allzu schwer, es zu behandeln. Wenn ihr unsere Tipps befolgt, bin ich mir relativ sicher, dass die Beschwerden in kurzer Zeit wieder verschwinden. Ich hoffe, wir konnten euch mit diesem Video weiterhelfen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert den Kanal, Daumen nach oben und wir sehen uns bald wieder. Tschüss!